Kurz und fündig, Rechtsstaat. Oft lese und höre ich, dass Deutschland schon lange kein Rechtsstaat ist. Im Übrigen vertrete ich auch diese Meinung. Warum? Ich halte mich gerne an Begrifflichkeiten und in diesem sensiblen Thema besonders an die Legaldefinition. Also, was ist die Etymologie, die Denotation und die deutsche Legaldefinition zu Rechtsstaat? Guckst du. Die Etymologie von Rechtsstaat stammt aus dem Deutschen, wobei Recht für Gesetze und Staat für die politische Organisation eines Gebietes steht. Die Denotation bezieht sich auf die konkrete Bedeutung des Begriffs, nämlich einen Staat, in dem die Herrschaft des Rechts gilt. Das heißt, die Ausübung staatlicher Gewalt ist an Recht und Gesetz gebunden. Die deutsche Legaldefinition von Rechtsstaat ist die eines Staates, der auf der Gewaltenteilung, die Einhaltung der Verfassung und der Sicherung der Grundrechte basiert, um die Freiheit und Rechtssicherheit der Bürger zu gewährleisten. Klingt doch erstmal gut, oder? Ja, in der Theorie klingt das alles super. Aber die Praxis kann manchmal leider hinter den Idealen zurückbleiben. Es ist wichtig, dass auch die Realität im Konzept eines Rechtsstaates so nah wie möglich kommt, um die Rechte und Freiheiten der Bürger zu schützen. Kann manchmal. Stimmt. Die Realität sieht oft ganz anders aus, als die Theorie es vorsieht. Es gibt definitiv Raum für Verbesserungen, um sicherzustellen, dass der Rechtsstaat in der Praxis auch wirklich seinen Zweck erfüllt und die Rechte der Bürger schützt. Weisheit zum Mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.